Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 26. Oktober 2022. Viele von euch misstrauen der Leichtigkeit, weil sie immer noch meinen, sie müssten sich die Dinge verdienen oder sich in irgendeiner Weise beweisen. Euer Sein ist mehr als genug. Es gibt nichts, was ihr beweisen müsst, denn ihr seid Teil des göttlichen Ganzen. Seht ihr, wenn ihr euch eurem universellen Leitsystem hingebt, begebt ihr euch in eine unterstützte Strömung, der ihr absolut sicher vertrauen könnt und die die Fähigkeit hat, euch zu dienen und euch auf die wunderbarste Weise zu überraschen. Diese Strömung ist wunderschön und ist göttlich orchestriert. Und deshalb sind Drängen, Anschieben, Anstrengung und Detailverwaltung nicht mehr notwendig. Alles, was erforderlich ist, ist eure Bereitschaft, lange genug darin zu bleiben, um sehen zu können, wohin sie euch die ganze Zeit über zu führen versucht hat. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wir haben es zurzeit mit der Leichtigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, und viele von uns scheinen der Leichtigkeit zu misstrauen. Und ja, in gewisser Weise bin ich das auch. Warum ist es bei mir so? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einfach aufhören würde mit Spiritscape, dann könnte ich in spätestens ein paar Monaten meine Miete nicht mehr bezahlen. Ja, das ist schwierig, oder? Weil letztendlich habe ich mich immer durch ein gewisses Handeln aus finanziellen Miseren herausziehen können und ich spüre die schon kommen, wenn ich nur noch bin. Ich weiß, dass das spirituell natürlich falsch ist, aber ich kann nichts dafür. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, in gewisser Weise nichts mehr zu tun und mich nicht mehr zu bemühen. Und natürlich ist Spiritscape nicht unbedingt in dem negativen Sinne anstrengend, dass ich etwas mache, was mir überhaupt keine Freude macht, was eben gar nicht meine Leichtigkeit unterstützt. Wahrscheinlich ist da auch so ein bisschen der Denkfehler. Aber ja, ich versuche ja schon auch bei diesem Thema eine gewisse Leichtigkeit zu leben. Ich wüsste schon, wie man einen YouTube-Kanal noch erfolgreicher gestaltet. Ich müsste zum Beispiel mal mich mit anderen YouTube-Kanälen beschäftigen und vielleicht auch versuchen, da mal das ein oder andere Interview zu bekommen, um mehr Aufmerksamkeit auf Spiritscape zu lenken. Ich müsste auch mehr Community-Arbeit machen. Aber, surprise, surprise, ich habe da keine Lust drauf. Das muss nicht unbedingt sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das reine Sein, ob ihr wirklich versteht, dass das pure Sein mehr als genug ist. Ich tue mich schwer, Ich merke es auch bei der Musik. Wenn ich mich nicht bemühe, dann scheitert es daran, dass wir die Songs nicht veröffentlicht bekommen. Wir haben nämlich einiges jetzt schon in der Pipeline und dadurch, dass ich so ein paar Monate ein bisschen faul war, gerade was das Mischen angeht, haben wir eben nichts veröffentlicht. Was jetzt sich ändern wird, weil ich wieder so einen kleinen Ruck bekommen habe, und auch die Freude wieder darauf und daran verspüre. Aber die Leichtigkeit lässt uns wahrscheinlich nicht nur sein, sondern führt uns auch dann eben zu den Dingen, die uns weiterbringen. Auch im Außen. Ich rede ja über das Außen mit meiner inneren Arbeit und meiner eigentlichen Entwicklung und meiner spirituellen Arbeit bin ich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich auch fleißiger sein. Wir haben ja heute ganz leicht geschimpft bekommen vom Arcturianischen Rat. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber wenn die darüber sprechen,
dass man ein überdurchschnittlicher Lichtarbeiter sein könnte, bedeutet es ja auch gleichzeitig, dass man auch ein durchschnittlicher Lichtarbeiter sein könnte. Und das will irgendwie keiner von uns, ja? Also werden wir im Prinzip ganz sanft daran erinnert, dass wir tatsächlich auch ein bisschen mehr tun können. Damit ist natürlich auch die Bereitschaft gemeint, die Energien zu verankern, einfach ja, mehr auf uns zu achten, unsere Selbstliebe noch ja, effektiver zu gestalten, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf. Selbstliebe effektiver zu gestalten. Naja, ich lasse es mal so stehen, ohne dass ich hier schneide und korrigiere. Aber ihr wisst, was ich meine. Also auch das mit dem Wasser trinken, mit der gesunden Ernährung, ein bisschen mehr meditieren als eher ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Also da geht schon was. Nur ist dann das auch inbegriffen in der Leichtigkeit? Ist dann das auch ja, das Sein, das mehr als genug ist für sich selbst? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ja. Ganz leicht, würde ich sagen, widersprechen sich diese Texte sanft, aber es kommt natürlich auf die Sichtweise drauf an. Also ich bin halt jemand, der lieber den ein oder anderen Text mehr vorliest als weniger, auch wenn ich weiß, auch Spiritscape könnte noch viel mehr machen, aber das könnte auch ganz schnell überhand nehmen und vor allem würden diejenigen, die meinen, sie müssten jeden Text hören, gar nicht mehr hinterherkommen. Das wäre dann wahrscheinlich kontraproduktiv und insofern beschränke ich mich auf, sage ich mal, traditionelle Texte, die bei uns eben schon von Anfang an vorgelesen wurden, wie zum Beispiel Blossom Goodchild, den Arcturianischen Rat natürlich, den Lichtweltverlag und einige andere ja, wichtige Texte. Gerade die Arcturianische Gruppe ist so wunderbar. Und die Texte ergeben wirklich sehr viel Sinn und sind sehr hilfreich aus meiner Sicht. Und dann gibt es ja auch noch den lieben Erzengel Michael, der manchmal etwas komplexere Texte raushaut, aber natürlich auch ganz wertvolle Inhalte uns offeriert. Genau. Ja, und natürlich ist vieles davon, wenn man es so hört, Theorie. Die Praxis, die schaut anders aus. Wir müssen uns so oft entscheiden am Tag, wirklich entscheiden. Und fühlt ihr euch dann immer im Fluss? Fühlt ihr immer dieses universelle Leitsystem, das uns unterstützt und dem wir absolut sicher vertrauen können und das die Fähigkeit hat, uns zu dienen und uns auf die wunderbarste Weise zu überraschen? Letzteres finde ich ganz witzig, die wunderbarste Weise zu überraschen. Ich bin gespannt, was da kommt. In letzter Zeit kommt viel aus mir und durch mich und wenig zu mir, was völlig in Ordnung ist, aber man kann es ja mal sagen. Die großen Überraschungen entstehen jetzt nicht aus dem bloßen Sein. Das ist nicht meine Erfahrung. Ja? Vielleicht habe ich heute auch so einen Tag. Kann auch sein. Ja, gucken wir uns doch mal an. Meine Heilpraktikerin hat mir eine E-Mail geschrieben, wo sie eben diese Projekte vorstellt und mich fragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass das jemanden von Spiritscape interessiert, dass ich es mal vorstellen kann und vielleicht Menschen finde, die da mitmachen. Dann habe ich ein Video erstellt und ja, meine Kontaktadresse angegeben, die Bekannte. Und ja, schon habe ich wirklich viele E-Mails innerhalb von 2 Stunden bekommen, habe sie auch weitergeleitet und ja, ohne die erste E-Mail und ohne mein Video, durch das bloße Sein, würden diese 9 Methoden, die sie sich erdacht hat und die bestimmt genial sind, es schwierig haben, in die Welt zu kommen, oder? Ja, durch das bloße Sein schwierig. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir über inspirierte Handlungen oder auch über inspirierte Nicht-Handlungen sprechen. Natürlich kann man genauso inspiriert sein, dazu eine Pause zu machen. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr eine Musikpause.
Ich habe es ja vorher so ein bisschen beschrieben, dass es nur mich betrifft, aber das stimmt gar nicht. Ja? Also unsere Sängerinnen haben jetzt auch nicht so viel gemacht und unser Pianist hat ein bisschen mehr gemacht und war auch sicher ja, überrascht, dass so wenig zurückkommt. Nicht so wie vor ein paar Monaten noch oder vielleicht sogar vor einem halben, dreiviertel Jahr. Aber wir haben dann auch festgestellt, die Pause soll wohl sein und es geht wohl erst nächstes Jahr richtig los. Was dann auch immer richtig losgeht. Ja. Da sind wir sicher auch selbst sehr gespannt drauf. Vielleicht kommen ja diese wunderbaren Überraschungen. Ja. Schön wär's. Genau, also inspirierte Handlungen, wenn ihr wirklich merkt, ja, ihr werdet irgendwo hingezogen, dann ist es sicher nicht schlau zu sagen, mein Sein muss mehr als genug sein, ich muss gar nichts machen, ja, sondern dann loslegen. Und wenn ihr inspiriert seid dazu, eine Pause einzulegen, dann solltet ihr die auch machen. Grundsätzlich ist in der Handlung wie in der Nichthandlung euer Sein immer mehr als genug. Aber es wäre in gewisser Weise unmenschlich, nichts zu tun. Die ganze Zeit nichts zu tun. Nur noch nichts zu tun. Das wäre eine falsche Botschaft an die Menschheit. Denn wir brauchen jetzt und eigentlich schon immer sehr viele inspirierte, göttlich inspirierte Handlungen. Und glaubt mir, ich habe schon Menschen kennengelernt, die Leichtigkeit und bloßes Sein definitiv mit Faulheit verwechselt haben. Die andere Menschen rödeln haben lassen, um sich das Leben selbst einfacher zu machen. Und immer Ausreden hatten für alles und gerade die Spiritualität als Ausrede benutzt haben, um faul sein zu dürfen. Und ja, das kann man im Alltag ganz einfach testen. Wenn man zum Beispiel nicht auf die Idee kommt, anderen Menschen zu helfen, während man eigentlich sieht, dass man gut helfen könnte, egal was es ist, ob es der Abwasch ist oder andere alltägliche Tätigkeiten, ja, wo man vielleicht auch zusammen viel schneller fertig wäre. Und wenn man denen dann sagen würde, mein bloßes Sein muss dir genügen. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre. Ja, und das andere Extrem, wir leben ja in der Polarität, es gibt immer das andere Extrem, in dem Fall ist es sogar Dualität vermutlich, wäre dann eben das Drängen, das Anschieben, die Anstrengung, wenn man ja bis zum Umfallen arbeitet, ja schon Kopfschmerzen hat, aber denkt, man müsste das unbedingt noch fertig bekommen und natürlich auch dann die Kontrolle, die Detailverwaltung. Man braucht dann auch noch eine vernünftige Statistik darüber, ob das alles überhaupt so funktioniert und gewirkt hat. Das hätte das Ego ganz gerne, um Sicherheit zu haben und Kontrolle ausüben zu können. Damit schiebt man sich natürlich dann auch aus dem Fluss. Alles, was erforderlich ist, wird uns gesagt, ist unsere Bereitschaft, lange genug darin zu bleiben, im Fluss, um sehen zu können, wohin der Fluss uns die ganze Zeit über zu führen versucht hat. Also ein bisschen aufpassen muss man schon. Aufmerksam sein auf die Inspirationen, auf die Intuition und sie sich auch merken, es nicht einfach nur abzutun als einen komischen, seltsamen Gedanken, den man mal gehabt hat, ja, an den man sich kaum mehr erinnert, sondern dann wirklich zu merken, halt, stopp, hier ist was Wunderbares geschehen, hier gab es echte Inspiration. Da, diesen Gedanken darf ich wirklich mal genauerer Prüfung unterziehen, um zu verstehen, wohin will er mich führen. Ja, und dann frage ich doch mal, was war dein letzter inspirierter Gedanke, deine letzte echte Intuition? Liebe Grüße, euer Wolfgang.